Kann alles rein. Uhr 30. Ab. Rechlin. Hoppala. Wir versenken gleich das Haus. Oh, das wollen wir nicht. Guten Morgen. Guten Morgen. 10.30 Uhr. Hast du es eingetragen? Ja, habe ich. Gut. Du gibst los. Wir werden gleich am Kreuz hier oben links rumfahren. Wir fahren über Berlin, nicht über die Elde und Elbe. Richtig. Weil wir haben noch familiäres zu tun, sage ich mal, in Berlin. Genau. Wir werden da also ein, zwei Tage noch Zwischenstopp machen. Und deshalb werden wir anschließend denn über entweder über Potsdam oder über den Havelkanal Richtung Brandenburg fahren, von dort in den Mittellandkanal. Tut uns leid nach Lauenburg. Tut uns leid an alle, die dort oben rum, ja, wo wir so vage vorhatten, eventuell mal vorbeizuschauen. Das muss denn warten. Ja, man muss Prioritäten setzen. Genau. Sogar hier. So, heute fahren wir erstmal hier unsere Hausstrecke. Gewohnte Hausstrecke Richtung Boot und Meer oder Petra. Gucken wir mal, wie voll von den Schleusen ist, wie viele Leute Lust haben, wie weit wir kommen. Und ja, dann schauen wir mal weiter und ja, gucken, ob alles noch so aussieht wie im letzten Jahr. Wir wünschen euch viel Spaß bei hoffentlich schönen Aufnahmen von unterwegs. Du willst doch noch Danke sagen. Ich wollte Danke sagen. Ja, natürlich. Ich vergesse das immer. Ja, ja, deswegen habe ich mich nicht Wir haben dermaßen viele Kommentare und Tipps gehabt. Sowohl über die zwei E-Mail-Adressen, die wir hier teilweise haben. Und die wir haben für sowas. Als auch über die Kommentare, als über Messenger. Ja, wir werten die alle noch unterwegs aus und gucken, wo wir überall liegen bleiben können. Wir haben auch viele Tipps noch für Friesland bekommen. Das ist insofern ganz interessant. Wir kennen uns da ganz gut aus. Wir waren da viele Jahre Chartern, aber das ist jetzt auch schon 8 Jahre her oder so, dass wir das letzte Mal da waren. Insofern die Aktualisierungen da waren auch gut. Und es tut mir leid, wenn ich das nicht immer alles auf die Reihe kriege. Es sind inzwischen so viele Kommentare, so viele Menschen. Ich kriege die noch auseinander, die wir mal Auge in Auge kennengelernt haben oder wenigstens am Telefon. Aber schon mit E-Mail und Kommentaren, teilweise mit anderen Namen in den, als Account im Kommentar, als E-Mail-Account. Heidi meinte mal, ich soll meine Excel-Tabelle machen. Richtig. Ich hatte das sogar mal im Winter vor. Du hattest das geplant für Januar, weil ich wollte das auch haben. Denn einfach, wenn du das immer alles so vorliest oder ich selber gucke, behalte ich das ja auch nicht. Aber dann habe ich mir gedacht, nichts mit Excel-Tabelle. Ich mag hier nicht noch irgendwie statistisch verwalten oder überhaupt verwalten. Nee, es sind schöne, nette Kommentare, aber bitte seht uns nach, wenn wir uns nicht immer wirklich in dem Augenblick daran erinnern, dass schon mal ein Kommentar von euch war. Sondern dass wir das manchmal nicht auf die Reihe kriegen. Ja. So, und jetzt kommen aber die Bilder, oder? Jetzt fahren wir. Wir fahren jetzt eigentlich einfach Richtung Nero. Also, erstmal bis später. Bis später. Wir werden gejagt.
Habt ihr so noch alle oder was? Denkst du gerade mal? Habt ihr so noch alle hart? Hey, wir haben hier 27 Kilometer Kanal, da wirst du jetzt 10 Meter hinter uns fahren. Ja, die Vorfreude auf eine lange Saison mit vielen großen Charterschiffen beginnt. Hat er das jetzt verstanden, was du gemeint hast? Bleibt der Macht der Abstand? Ja, ein bisschen das raus, glaube ich. Ich weiß es nicht. Wir fahren hier 9,5 Stunden und etwa 5 Knoten. 9 ist erlaubt. Der muss mit seinem Dampfer auf 10 Meter Abstand fahren. Wenn ich hier nur das Gasthaus nehme, hängt der uns komplett hinten drin. So schnell kann der überhaupt nicht aufstoppen. Wird er jetzt überholt, dann nicht? Ja, überholt jetzt, ja. Dann ist gut, dann überweg. Fahr rechts ran, mach langsam. Sag jetzt nichts Böses mehr. Ich nehme auch mal das Gas weg. Nichts Böses sagen. Ich verstehe nicht, warum Leute, die im Urlaub sind, das eilig haben. Aber guck mal, wenn du dich heute schon aufregst, ne? Ja. Bringt das auch nicht. Nein, das ist nicht. Es kommen wahrscheinlich noch viele andere, die dir nicht gefallen. Komm, die sind jetzt weg. Ist gut. Nein, es gibt wirklich viele rücksichtsvolle, nette Charterer. Aber manche sind dabei, ist lieber im eigenen, da gibt es nicht. Ja, er ist überall bei den Menschen so. Ja, gibt Sonne und Sonne. So. Gut, und die sind definitiv im Urlaub. Ja, vielleicht sind sie da nur da so. Arme Mensch. Ja. Gut, genug. Genug gejammert, wir fahren zur Säule. So, wo mache ich raus? Am Backbord ist alles hin. So, Schleuse Niro, voraus. Ein Schleusenmann kommt uns entgegen, eben war grün. Oh ja, gucken wir mal. Hey, die fragst du lieber am Backbord, ob die schleusen wollen? Ich hab's gehört. Und wir dürfen noch mitschleusen. Und die hinter uns wahrscheinlich auch noch. Lass mal da vorne rückwarten, wenn das so eilig hat. Ja. Das ist wieder Ringel, da ist das fast leer. Nee, denn? Bis zu dem Poller wird's nicht reichen. Ich habe den Verdacht, die hinter uns kommen nicht mehr rein, wenn er nicht mehr weiter vorfährt. Ja, aber ich würde den davor schicken. Gehe ich mal von aus. Die werden eh noch ein bisschen brauchen, bis sie da liegen, so wie sie es gerade machen. Ein Steuerbord hat die Fender nicht draußen, ne? Nee, soll ich? Nee, die passen eh nicht neben uns, die sind zu groß. Ja, aber warte, bis ich stehe. Bitte. Sag Bescheid. Ich sag Bescheid. Willst du noch an? Ich halte auch an. Jetzt? Nein, noch nicht. Warte. Jetzt kannst du. Machst du vorne den Ring fest? Ja. Nee, um den Poller.
war so, dass die Leine auch von hier oben runter gereicht hat, ne? Ja, ja. So, das war die erste Schleuse mit netten Schwarzern dabei, die das beim ersten Mal gut machen. Haben sehr von der Einweisung bei Yachtschotter Schulz gestartet. Fühlten sich da gut aufgehoben. Also Micha, falls du guckst, so, mit uns hier zwei mal Richtung Demenz. Hoi. Kräftiges Blutstrahl. Gut drauf. Nee, die waren total nett. Ja. Ja, ja. Die haben ihren Spaß gehabt, hat alles gut geklappt. Ja, ja. Kommen von Schulz. Ja. Die, die schon länger mit uns mitfahren, wissen, hier kommt einer unserer Lieblingspartien. Die Hubbrücke. Hier holt man ein bisschen aus, um reingucken zu können. Und gleich geht's los. Unser unheimliches Signalhorn erschallt. Ich hab's noch nicht. Das war jetzt aber lauter als sonst. Weil hier oben offen ist vielleicht. Ach so. Dann machen wir das jetzt immer oben auf, damit es laut ist. Der hat jetzt bestimmt gedacht, ich wollte ihn weghuben. Nein, nein, er hat... Hat nichts mit ihm zu tun. Nein, 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 alles gut. Der hat aber nicht... Der Paddler hupt auch gar nicht. Sehr frech. Trillerpfeif oder so, oder? Aber den versenkt man nicht, wir passen nebeneinander durch. Will ich gar nicht. Ich aber. Das reicht nicht. Ja, auch der da vorne. Ja, ich dachte, der wäre schon auf unserer Höhe hier irgendwo. So. So, jetzt kommen Pilze, ne, als erster. Dann. Der Labussee, nein, doch. Nein, nee, fehlt sie jetzt noch eine Weile hin. Erstmal kommt der Zurzensee, genau, den ich so gut aussprechen kann, dann Zurzensee. Genau, dann kommt der Filzsee. Und dann kommt der Labersee. Das ist scheiß Schreck. Lach ich nur. Wie war der Spruch, Micha, sag mal was? Sumsemann. 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 Oh ja, ja. Kollegen meines Vaters nicht immer aufgezogen. So groß war, seht ihr jetzt nicht, weil das ist ja unterhalb der Tür. Gucken wir mal sagen. Ja, sag mal, so ein Mann, so ein Mann. Gott, nicht so gut. Du Armer, wurdest gedisst. Falls wir uns mal treffen, ne, das klappt jetzt nicht mehr. Ich sag nicht mehr so ein Mann, wenn das jemand sagt. Was liegt denn da vorne? Wo, was, wo? Das ganz große Pferd, das fährt aber vor. Das ist ja unglaublich. Der ist vor. Sieht das ausdrucksbar aus? Nee, sieht so nach. Radtour, also so. Dampfer mit Fahrrad und
Jetzt ist es wieder Michas Vermutung. Micha hat jetzt wieder ganz viele Vermutungen. Nachher kommt also, was ganz anderes bei raus. Wir sind immer wissenschaftlich unterwegs. Wir stellen eine These auf. Wir starten das Experiment, in dem Falle durch hinfahren und gucken. Und dann müssen wir gegebenenfalls unsere These verwerfen und eine neue aufstellen. Also so funktioniert Wissenschaft. Ja, richtig. Du meinst, wenn wir die These beweisen können, ist schon wieder anders. Ein Forschungsschiff, meine ich. Ja, ein Forschungsschiff, genau. Hochrangigen Wissenschaftlern. Und links davon eine grüne und dazwischen noch ein Schlauchboot, oder? Da steht einer und angelt, ja. Ja, Hang dazwischen. Ne, der steht im Kardinalsystem, das ist okay. Und wir lassen das Kardinalsystem an Steuerbord und die grüne von an Backbord, falls ich nicht erwähnt habe. Ne, habe ich nicht. Wir fahren bergab zu Tal und das, ja, mindestens ist Brandenburg. Ob wir denn den Elbe-Havel-Kanal da hoch oder da runter fahren, weiß ich noch nicht. Aber erstmal fahren wir. Ja. Wir fahren jetzt noch die Müritz-Elde-Wasserstraße zu Tal. Die Müritz-Havel-Wasserstraße zu Tal. Bis Pripat, dann fahren wir die Havel an obere Havel-Wasserstraße zu Tal. Dann entweder den Havelkanal oder die später den untere Havelwasserstraße bis ja, der Potsdam Gerber Tenzin und dann Richtung Brandenburg, das ist dann wieder die Havel, das ist die untere Havelwasserstraße, geht alles zu Tal. Dann kommt der Elbe-Havelkanal bis zum Beginn. Ach so. Ja, das ist Mittellandkanal, ja. Aber da jetzt zum Berg oder zum Tal fahren, weiß ich nicht. Sind wir ja da. Aber bis dahin, bis Brandenburg, das ist eine grüne Tonne. Einmal links ums Eck und dann haben wir den Schleusenanleger von Diemitz. Muss ich ja jetzt beide Seiten eventuell rausmachen, oder? Ja, erstmal Steuerbord, dann gucken wir mal. Schon mal machen? Ja, Steuerbord kann ich schon machen. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch Mittagspause haben. Viertel vor eins. Ja, wir haben noch Mai, ich weiß das nicht, ob wir jetzt. Sehen wir dann ja. Richtig. Auf alle Fälle ist heute noch leer, ne? Also war es auf dem Wasser, war es auf dem Miro, war noch nicht so richtig viel los. Ich denke mal, viele werden heute und morgen ihre Boote übernehmen. Über Pfingsten ist normalerweise voll hier. Da kommen dann natürlich alle Eigner mit dazu, die dann auch gerne die Feiertage nutzen. Ein Schiff vor uns. Ich fahre noch an dem Paddler vorbei, ne? Ja, ja. Na, der Junge hier mit dem, oder Mädel? Mit dem Faltboot, oder? Das ist ein Faltboot, ne. Kajak oder was auch immer. Hoffen wir mal, dass keiner hinter uns kommt, der glaubt, das Ding könnte als Fender benutzen. Der kommt, wenn er neben dir ist,
feiern. Das ist ein Scheiß. Ja. Warum? Gut, aber den Scheißanleger der Saison haben wir jetzt hinter uns. Ja. Weil ich zum Glück die Kamera nicht. Ist nicht so, dass ich was rausgeschnitten habe. Hm. Ja, 13, 12.50 rein, 13.14 wieder raus. 24 Minuten. Das ging etwas plötzlich von jetzt auf 100, dass wir rein durften. Kam ich nicht mehr zu den Kameras, weil der vor uns kaputt war. Wir dachten erst, der Mann ist fertig mit der Reparatur, Motor lang, Lieffeder. Aber das war wohl noch nicht in Ordnung. Ja, deshalb durften wir dann auf einmal in die Schleuse fahren. Das war Schleuse Pimitz. Jetzt fahren wir hier zweimal ums Eck, ne? Ja. Ist nicht weit drin. Ja, richtig. Das Schleuse Kano. Haben wir früh am Tage, dann fahren wir weiter bis Pripyat, ne? Ja. Und im Pripyat entscheiden, ob wir noch weiterfahren. Die zweite Kamera, die ich neu installiert habe, funktioniert im Augenblick leider auch nicht mit Fernbedienung. Mit den Fernbedienungen stehe ich auf Kriegsfuß. Wir haben ja ein leicht frustrierten Skipper hier an Bord. Ja. Doofe Technik. Da will man schöne Aufnahmen machen und dann geht das nicht so. Ja. Blöde Fernbedienung ist immer der Meinung, sie findet jetzt wieder nichts nach zweimal an- und ausmachen. Ja. Ich glaube, ich werde auf Handbetrieb umstellen, wenn wir heute Abend aber machen. Also gibt es hier keine schönen Seitenaufnahmen, sondern immer so sporadisch aus Hallen. Heute. Ich muss eh heute Abend erstmal sichten, ob das jetzt alles mit den Einstellungen so klappt. Beim ersten Mal gab es ja noch ein paar Verbesserungsnotwendigkeiten, weil man nicht nur Möglichkeiten hat. Da kommt ein Kanu aus dem Nichts. Mit oder ohne Fahrer? Ich glaube, die Enten ziehen das, oder? Wie sieht das aus? Die Enten schleppen das Kanu da raus. Nee, das hängt auch das wieder hängt nur wieder an einer Stufe einer und dann der Wind dreht die Dinger. Ja. Genau wie vorhin das an der Schleusenanleger auch. Das stand auf einmal auch quer im Kanal. Ja. Natürlich blöd, ne? Man erschreckt dann. Jo. Wäre auch schade um die schöne blaue Kanu. Jetzt hängt das so, dass wir auf die andere Seite messen und da kommen die anderen Kanu. Ja, auf dem Feldplatz rüsten sie sich auch alle für Felden über Pfingsten. Ich nenne viele. Wieder aufbauen. So, und an der Schleuse Dimitz war nämlich gar nicht der schöne Mann und auch nicht der Mann mit dem schönen Hut, sondern ein netter anderer. Das war ein netter Mann mit Mütze. Mit Mütze, ja. Ja, aber schön war, habe ich nicht gesehen. Genau. Mann aber war gut gelaunt. Genau. Und jetzt im Mai haben die noch Mittagspause. Ab Juni nicht mehr, da sind die durchgehend geöffnet. Dann sind sie aber auch zu zweit, dann haben wir zwei Schichtbetriebe. Ja, sonst müsste ja einer von 7 bis abends um 9 arbeiten. Das ist ja nicht erlaubt. Weil wir haben länger offen und ohne Mittagspause. So, jetzt fahren wir über den Labossee und dann kommt auch schon Kano, ne? Kano. Kanoff, wie manche sagen. Nirov. Spricht man hier aber nicht aus. Anders als die russischen Namen. Lavrov heißt nicht Lavrov. So, genug Blödsinn geredet. Wir gucken wieder aus dem Fenster. Der Richtung geht Schaden an. Genau. Paddler vor uns, Paddler hinter uns. Paddler entgegen uns. Paddler entgegenkommt, Einfahrtschleuse. Kano. Will der das vor uns durch hier? Ja. Das da kommen gerade viele. Bitte danke.
Granola. Da holen wir richtig jetzt voll Strauß jetzt überall. Doch, auf alle Fälle an Steuerbord und zum Anlegen wahrscheinlich auch noch an Backtraut. Ampel siehst, also ich sehe die Ampel, aber ich sehe keine Farbe. Wenn du ein Licht siehst, sag mal Bescheid. Ist die grün? Die ist grün, oder? Direkt neben dem Warteschild. Da sehe ich nicht. Oder ist da ganz oben in der linken, rechten oberen Ecke grün? Doch, das ja, die ist grün. Ein kleines grünes Lichtlein, ja. Das ist doch schick, wir dürfen direkt rein. Anlegen. Das weiß ich noch nicht. Hä? Das hängt ein bisschen davon ab, was die ganzen Paddler da drin machen. Ich paddel da rein. Da ist schon ein Boot drin. Noch einmal grün. Fährt aber noch rein. Was? Ja, das steht ja noch ganz hinten. Das ist aber das zweite Boot. Davor ist auch einer. Der hat uns immer noch auf grün. Hey, dann gehen wir an Backbord, wenn wir noch mit rein dürfen. Sagt er, wir sollen noch kommen? Bahn ja. Wegen der Paddler. Runter. Das kannst du gerne machen. Das ist niedrig, ne? Moin! Also halt mal hier, dann werfe ich das hier rein. Ich hab Bremsstoffe auf. Ja doch, Heidi. Kommst du? Ja. Hast du? Glaube ja. Tschüss. So, das ging doch auch zügig. Eine Paddlerform, Wasserschutz. Die dritte Schleuse für heute und wir haben 14:45. Halb elf sind wir los, halb zwölf, halb eins, halb zwei. Doch. Irgendwas war bestimmt. Dann werden wir jetzt wohl
weiterfahren Richtung Prima. Wir fahren auf den kleinen Pellensee. Wesentlich geht er hier rechts ein. Ein Stückchen auch noch da links, da fahren wir lang. Wenn wir zu Boot und Meer wollten oder Richtung Marina Wolfsburg, Rheinsberger Gewässer, Zechliner Gewässer, müssen wir jetzt mal Steuerbord abbiegen. Wollen wir aber nicht machen. Nö, machen wir nicht. Wir wollen jetzt in die Müritzhafel Wasserstraße zu Ende fahren. Deshalb hier links rum bis Pripyat. Ja, und da werden wir bleiben. Na, gucken, ob die Kneipe noch offen hat. Aha. Vorne an den Gästeanlegern schön im Wind liegen. Aber so viel Wind ist hier nicht. Jetzt ist halt alles gut. Ja, ich denke mal eine Schleuse und weiß nicht, ob das sind. Das ist nicht so viel. 10 Kilometer oder so. Also wenn das so läuft wie bisher, sind wir dann halt schon wieder da. Wie spät ist es? 3? Ja, ziemlich genau 2. Also 3, halb 4 werden wir da sein. Ach du? Ja, nee. Kannst du dich ja mit deinen Kameras beschäftigen und sie mal zu achten? Genau das will ich wissen. Wir wissen, was mit der Steuerbordkamera falsch läuft. Die Fernbedienung kommt. Die Wachskiste? Ja, oder aus dem Elektroschrott, keine Ahnung. Vielleicht erst in die Wachskiste und später auf den Elektroschrott. Wir gucken. Ja. Na gut. Werden wir es nachher nachschleifen. Es sei denn, Heidi möchte noch was sagen. Da fällt mal was ein, wenn ich da hinlaufe und was ausdrücken will, dann sagt er ja was. Was soll ich denn sagen? Es sind ganz viele Paddler unterwegs. Gut, das hätte so sein müssen. Das ist jetzt ganz gemein. Vielleicht sieht man es nachher auf dem Film. Im Augenblick wahrscheinlich noch nicht. Wir sehen es aber. Da vorne fahren rotes und grünes Paddelboot. Aber falsch rum. Das heißt, man könnte jetzt denken, ich habe eben echt gedacht, wir müssen zwischen den beiden Tonnen durch. Aber da steht die grüne jetzt an Steuerbord. Wird man ja da groß machen. Dann haben sie sich aber doch ziemlich bewegt, die beiden Tonnen. Und dann stellt man sich heraus, es sind Paddelboote. Ja. Böse Pfanne. Nach dem Motto, nichts ist so wie es scheint, ne? Ja, wir sind wieder bei den wissenschaftlichen Experimenten. Das Grüne war kein Paddler, das Rote war ein Paddler, ja. Das Grüne hier rechts sind irgendwelche Reusen. Oder, nein. Ja, irgendwelche Kanister mit Luft gefüllt, die da schwimmen und Zugriff auf die Reusen erlauben. Irgend sowas. Und die sind grün und das ist ein bisschen dick, weil die stehen auf der falschen Fahrwasserseite. Müsste die eigentlich rot annehmen können. Und doch wenn, der ist doof, weil seine Netze gehen ja noch weiter raus. Egal wie, es gibt immer irgendwelche Tricks, die auf dem Wasser liegen. Wo die Sachen dann doch anders sind, als man dachte. Also außer bei Heidi, die weiß man nicht. Was macht Heidi? Ich weiß immer, ob etwas kommt. Mhm. Stimmt, ich dachte eben auch, das wären zwei Tonnen. Nein, ich habe erst gedacht, das wär, wenn das ein Paddelboot ist, dann ist es halt ein andersfarbiges Paddelboot und die zwei Insassen haben grüne Westen an, weil das schon so hintereinander gestaffelt war. Und dann war da gar kein Boot. Nein, waren auch keine Menschen mit Westen. Einfach nur Kanister. Ja. Wir verlassen den kleinen Pellensee und fahren ein kleines Stückchen hier nach Backport rein, den großen Pellensee bis zur Stolzestraße. Rechts geht der große Pellensee weiter und bei der Gelegenheit möchten wir Olaf und Manu grüßen. Wir winken noch. Wir winken.
Ja, wir haben uns nicht gemeldet. Ja, weil so spontan entschieden war. Relativ spontan entschieden haben, genau so rumzufahren. Und deshalb, ja, vielleicht sehen wir uns im Herbst noch, ansonsten bestimmt nächstes Jahr. Gute Zeit euch. Jo. So, Schleißer Straßen voraus, einer kommt uns entgegen. Wenn einer reingefahren ist, wird er wahrscheinlich alleine geschleust. Wir sehen das gleich. Sie auch persönlich kannten, meinte ich. Maria, Schiff Maria, also, vom Boot Maria, wir grüßen an dieser Stelle ganz nett zurück. Wir freuen uns immer, wenn jemand sich freut und winkt. Aber ich glaube, wir haben euch nicht wiedererkannt. Tut mir leid, falls wir uns schon mal gesehen haben und nicht nur ihr uns. So, da vorne liegen die Paddler. Das heißt, da ist vermutlich rot. Was war das jetzt, ja? Ja, hier am Ende von der. Das sind wieder die vorstehenden Pfeiler. Den darf man nicht zu dicht vorbeifahren, sonst ist man ein paar Finden mal ärmer. Aber ich habe 1, 2, 3, 4 von ganz vorne fest. 1, 2, 3, 4. Nee, 1, 2, 3. Doch den vierten. Hey. Was denn? Wollt doch den vierten. Ja, dann nimm den. Jetzt ist grün. Das war jetzt wieder etwas überraschend. Er hat wahrscheinlich gedacht, er wartet jetzt mal, bis wir die Leinen draußen haben. Und dann drücke ich schnell auf grün, wenn keiner guckt. Wenn es von der Höhe her passt. Ist jetzt ein bisschen ablandig, aber Backbord haben wir die Fender nicht draußen, also nehmen wir Steuerbord. Insofern wäre Absteigen gut. Aber schöner ranfahren. Ich bemühe mich. Noch ein Stück. Halten. Ja, ja. Es kommen nur noch Paddler. Dann geben wir noch mal den. So, nach der Schleuse Straße sind wir auf dem Elbobensee. Und ganz oben im Knick kommt
jetzt langsam ins Bild. Die Marina Pripak, da werden wir gleich festmachen. Das ist da schon die Einfahrt hoch zur Havel? Genau, genau. Oberhavel-Wasserstraße oder auch Havel. Stimmt beides. Hochrichtung. Ja. Aber wir halten rechts davon. Mhm. Und das ist mal anders hier heute. Da scheint der Wind heute mal fast von rechts auszukommen. Und eigentlich genau auf die Nase zu gehen, das ist ja auch noch schön. Da steht ein großer Kran. Bitte, was steht da? Ein großer Kran. Ich weiß nicht, haben die irgendwie mobilen Kran zum Anheber am Ampel da? Aber wir werden sehen. Das weiß ich nicht. Größere Baumaßnahmen davor. Wir werden sehen. Zweite Flanke von vorne mit der Mitte. Ja, das ist gut. Und dann erstmal laufen lassen, ne? Ja.